So, ich dachte gerade, es wären Tintensäcke, aber das war einfach nur ein bisschen... Ich habe schon wieder Hunger. Du hast doch eben erst 3 Kartoffeln gegessen, da kannst du doch nicht am nächsten Tag wieder Hunger haben. Was bist du denn für einer? Ich verstehe diesen Kerl nicht. So. Erstmal wieder essen. Nam 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 nam. Wäre lieb, wenn ihr mir mal Vorschläge machen könntet, was hier noch hinkommen könnte. Ob auch einfach wieder ein Feld oder ähnliches. Weil da bin ich mir echt unschlüssig, was da noch hinkommen könnte. Deswegen würde ich mich über Vorschläge freuen. Genau, das würde ich tun. Das wäre äußerst lieb. So, auf jeden Fall erstmal den Weg fertig machen. Für den es ja das letzte Mal nicht gereicht hat an Gravel, aber jetzt haben wir ja erstmal wieder Gravel sehr viel. So. That's not what I wanted. So. Und man merkt, so viel Gravel ist das gar nicht. Es verschwindet doch irgendwie schon wieder recht viel mit der Zeit. So, da muss ich mir nochmal ein paar Treppen machen. Ich finde das Lied seltsam. 49 Treppen haben wir und dann bitteschön noch ein paar Slabity Slaps. So, 64 und 50. So, ich mache einfach mal das nächste Lied an. Das Lied kenne ich noch, aber ich weiß nicht so ganz, ob ich es mag oder nicht. Es hat ja eigentlich was Beruhigendes, aber irgendwie finde ich es ein bisschen klimpernd. Und ich mag eigentlich nicht Lieder, die so ein bisschen klimpernd sind. Also, falls ihr wisst, was ich mit klimpernd meine, ich weiß gerade nicht, wie ich es am besten erklären soll. Deswegen hoffe ich, ihr versteht, was ich meine. So. Okay, und dann muss ich da hoch. Da habe ich ja sogar mein Stairway to Heaven hier schon gebaut. Und setze die letzte Treppe, nee, die vorletzte Treppe. Jetzt setze ich die letzte Treppe hier drauf. Autsch, da habe ich eben meinen Ellbogen am Mischpult, was hier eigentlich immer noch rumsteht, obwohl ich es nicht mehr gebrauche, gehauen. Tat weniger weh, als ich es eventuell jetzt, verlaut, Onomatopoesie heißt es, glaube ich, Lautmalerei. Also ich habe ein bisschen übertrieben, jetzt mit dem Au, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe übertrieben. Okay, ich bräuchte dann am besten hier jetzt Steinzäune. Die könnte ich mir ja ganz einfach machen. Ich warte ja immer noch auf Steinzauntore. Das wäre auch noch was Nettes. Das fände ich irgendwie ganz schnieke. Wenn es klappen würde, dann wäre das auch alles super Eintracht. So, 64 und 2. Dün, 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 dün. Jetzt geht's mir doch ein bisschen auf den Keks. Sehr komisches Lied. Hat halt was Jessiges. So. Hier kann man dann vielleicht so ein Blumenbeet anpflanzen oder so. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Habe ich noch Knochen? Ja, Tatsache. Das heißt, ich mache mir jetzt mal eben ein bisschen Knochenmehl. Möchte gerne Blumen haben. Ich sagte, ich möchte Blumen haben. Können auch vielleicht noch mal ein paar andere Blumen kommen oder so. So ein paar Orchideen oder ähnliche. Das finde ich äußerst schön. Ah, wenigstens eine Margarite. Es wird schon wieder Nacht.
Hier ist ja auch gar kein Gras. War das vor der Minecraft-Graszeit? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich es mit Gras. Das hat irgendwie was, weil so kahle Oberflächen sind so ein bisschen schade. Ich mag es auch sehr in Spielen, wenn irgendwie der Boden nicht ganz so kahl ist, sondern ein bisschen... Mann, sind hier viele Rosen. Sondern der Boden ein bisschen was zeigt. Ich meine, auf dem Berg ist es nicht ganz so schlimm, aber so am Boden finde ich... Das ist doch recht schön. Und es wird Nacht. Ich sollte mich bald schlafen legen. Die nehme ich noch mit. Die nehme ich auch noch mit. Und die nehme ich auch noch mit. Ich hoffe, ich habe noch... Nein, ich kann sie gar nicht mitnehmen. Die 10 Samen können hier bleiben. Ich hoffe, ich habe da noch ein Bett drin liegen. Ich weiß noch die Minecraft-Zeiten, wo man sich einfach nicht schlafen legen konnte, wenn man... Natürlich habe ich das Bett nicht mehr hier. Wo man sich einfach nicht schlafen legen konnte, wenn man das Haus nicht abgeschirmt hat. Das war auch noch interessant. Das war echt interessant. Fand ich irgendwie, war so ein bisschen Herausforderung. Man musste dann ja quasi immer dafür sorgen, dass alles abgeschirmt ist. Man konnte sich nicht einfach in der, das passt jetzt gar nicht. Upsa, falsche Taste. Hallo Smiley-Kiste. Ja, und damals, da war das noch so, nicht wahr? Nein, aber jetzt mal ohne Flachs. War ein bisschen herausfordernd, da hatte ich das Gefühl. So, und da habe ich jetzt ganz viel Saatgut weggehauen. Einfach damit hier eine fruchtbare Wiese wächst. Das ist doch schön. Ich meine, eigentlich auf einer Farm würde das Gras ein bisschen weiter ein bisschen zusammengefärcht worden sein, aber also ein bisschen weniger direkt so aufeinander. Also so viel beziehungsweise so hoch gar. Ich weiß nicht, wie man es am besten ausdrücken könnte. Auf jeden Fall hat er hier jetzt sein Blumenbeet. Ist doch schön. Das freut mich doch. So ein Blumenbeet ist immer schön. Und hier könnte man dann eventuell noch so Baumdingens machen. Dafür habe ich meine Schere nicht weggeworfen. Das ist sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich da hinten mir einen Baum holen. Habe ich noch irgendwelche Leaves hier drin? Ich glaube nicht. Nein, Tatsache. Das heißt, ich hole mir jetzt da hinten welche. Ich könnte auch noch Gras gezielt irgendwo anpflanzen, aber das müsste ich ja nicht unbedingt machen. Das ist ja nicht unbedingt notwendig. Und ich mag den Baum da, der so am Magierturm gewachsen ist. Den finde ich irgendwie ganz witzig. Hat was. Was Witziges. Da hinten wächst der Wald ja immer weiter. Ich würde ja ganz gerne auch noch so einen Tempel in den Wald machen. Das ist auch noch so ein kleiner Dream von mir. Das habe ich mal in der Welt gemacht, als ich im Krankenhaus war. Da habe ich das mal gemacht, so einen kleinen süßen Tempel irgendwo im Wald versteckt. War halt nicht der genialste Tempel, also sah jetzt nicht so aus wie irgendwie die Minen von Moria oder so. Aber es hatte schon irgendwie was Liebenswertes, glaube ich zumindest. Ich mochte ihn sehr und war da auch gerne unterwegs, auch wenn man da nichts machen konnte. Hab da dann eventuell noch ein paar Bauideen. Sieht auch, denke ich, mit dem Texture Pack hier ganz schön aus. Ich habe da dann einfach, weil ich da kein Internet hatte, habe ich mit normalem Default Texture Pack gespielt. Weil ich gerade keins installiert hatte. Und ja, so war das dann. So, erstmal wieder anpflanzen. Ich würde den Tempel dann halt irgendwo, ja, man kann ja hier relativ weit reinlaufen. Hier müsste ich dann den Wald noch ein bisschen erweitern. Das mache ich auch, da mache ich auch mal erstmal den ersten Schritt hier. Hier, wenn man da so in den Wald reinläuft, dann hat man ja hier relativ dicken Wald, dichten Wald und hier so den Tempel. Das finde ich ganz schön. Das finde ich hätte was. Ja, da muss ich mir erstmal einen Wegpunkt setzen. Tempel. Der Tempel hat eine graue Farbe. Nee, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich grau. So, das ist grau. Overworld, Nether, Wind. So,
Hier haben wir den Tempel markiert. Da können wir dann ja eventuell einen Tempel bauen. Und da führt dann so ein ausgetretener Weg hier irgendwie hier durch oder so. Das wäre ja auch noch ganz schön. Stelle ich mir halt so ein bisschen ganz niedlich vor. Und hier haben wir auch schöne Felder und schöne Blumen. Weil ich mag es halt, wenn irgendwie... Ja, ich mag die Welt. Ich mag die Welt. Ich finde sie eigentlich ganz nett. Und hier habe ich dann ja irgendwie angefangen, das alles durch Holzdach zu ersetzen, was ich im Endeffekt gar nicht mehr so schön finde. Ich frage mich, wo ich die ganzen Sandsteintreppen hingetan habe. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Vielleicht hätte ich das durch ein Steindach oder so ersetzen sollen und nicht gerade durch ein Holzdach, weil das sieht irgendwie doch nicht so scharf. Da habe ich einfach die Tür offen gelassen. Und das Schaf hat es gewusst. Hi, Schweinchen, na, wie geht's? Oh, du guckst sehr süß. Du guckst sehr süß. Na, ihr Schweinchen? Wie geht es euch? Hier haben wir die komische Höhle, wo man auch irgendwie noch so ein kleines Lager oder so reinmachen könnte. Oder so ein... ja, aber das Lager haben wir da ja eigentlich schon. Ich überlege ganz gerne, fällt vielleicht auf, was man so aus der Welt noch machen könnte. Und weil wir ja zusammen hier mehr oder weniger spielen... fände ich es auch immer noch ganz nett zu wissen, was ihr so für Ideen hättet. Und da fällt mir übrigens gerade was auf, was ich anders machen möchte, weil das so einfach nicht aussieht. Da brauche ich dann den Dirt nach vorne und die Spitzhacke reicht hoffentlich noch und dann brauche ich das. So. So. Ihr seht sicher, was ich hier gerade mache. Ich setze das Ganze ein weiter nach unten, weil ich das doch dann schöner fand oder finde wahrscheinlich, als wenn das Ganze weit oben ist. Oh nein, bitte nicht. Das passt jetzt gar nicht. Warum? Jetzt kann ich umschalten. Wahrscheinlich, weil ich Shift gedrückt hatte. Das hatte ich selten. Was ist das? Rock-O. Irgendwas. Kann ich nicht lesen. Also, ich könnte es lesen, wenn der Titel nicht abgehackt wäre. Das Blöde ist ja zudem auch, ich nehme ja hier in Quad HD Plus auf. Autsch. Und da ist das natürlich, ich habe, mein Monitor ist normalerweise ein WQHD, also ein 2560x1440 Monitor und mein rechts ist ein 16:10 Full HD, also ein 1920x1200p Monitor. Das Problem ist ganz einfach, dass es irgendwie dann natürlich so ist, wie der Wille es will, dass wenn man den einen Monitor umskaliert, und zwar für die Spiele dann halt auf 3200x1800, verschieben sich die Fenster auf dem anderen. Das finde ich äußerst nervig. Das mag ich gar nicht. Aber lässt sich auch irgendwie nicht so recht ändern. So... So. Und jetzt, wie machen wir das? So gefällt es mir nämlich schon wesentlich besser. Da ist es nicht ganz so hoch und wirkt auch nicht so unpassend. Da irgendwie, das andere war nämlich doch ein bisschen lästig. Fand ich dann im Nachhinein. Aber man ist ja hinterher immer schlauer. Das habe ich jetzt schon in 10.000 Let's Plays zum 10.000 Mal erwähnt, habe ich das Gefühl. Ich könnte es mal hiermit versuchen. So. Die Diamantspitzhacke hält aber doch noch immer ein bisschen aus. Das finde ich ganz nett. Das hat was. So. Da muss man hier oben nur noch irgendwas machen. Irgendwie doch Zäune oder so. Oder Glas? Ich weiß es echt nicht.
jeden Fall, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Da muss ich hier mir noch irgendeine Inneneinrichtung ausdenken. Das Lied mag ich. So, erstmal ein bisschen wieder was weglegen. Vielleicht dann hier die 64 noch. Das, das, das und das und das. Und dann nehme ich mal, die Zäune mit, einfach falls wir sie brauchen. Das Glas nehme ich mit, einfach falls wir es brauchen. Und was wollte ich rausholen? Irgendwas wollte ich noch rausholen. Hier habe ich die Sandstone-Treppen. Gut, dann ersetze ich das dann gleich auch nochmal. Ich wollte Holz rausholen, damit ich mir Türen machen kann. Schnuck und Schnuck. So. Damit auch immer schön Durchzug ist, ist ja neu Gebäude, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen für Durchzug sorgen, damit hier kein stehender Geruch drin ist. Zumal hier sind ja noch ein bisschen die Sägespäne und so drin, der Mehlstaub und so muss ja auch ein bisschen raus, sonst hustet man zu sehr. Und dann lege ich mich mal schlafen. Dann haben wir doch zwei Wohngebäude hier auf der Farm. Hallo, Smiley-Kiste. Zwei Wohngebäude sind besser als... Ja, natürlich kann ich nur nachts schlafen. Da haben wir ein Gebäude. Upsa, da habe ich mit der Stimme etwas gezittert, weil ich mich wieder einmal richtig hingesetzt habe. Und es ist draußen sogar schon dunkel. Also sowohl in Minecraft wird es langsam dunkel, als draußen ist es schon dunkel, weil wir haben gerade... Ja, irgendwie 10 vor 11. Da habe ich meine kleine Monsteruhr ganz rechts am Rande. Normalerweise bin ich eher so der Casual-Typ, der alles so ein bisschen schlicht gehalten haben möchte, aber die Monsteruhr habe ich mir nicht nehmen lassen. Die fand ich nämlich irgendwie ganz, sneaky. Nee, was ist der richtige Ausdruck? Ich weiß es nicht. Das hier sind Notenblöcke, ne? Ich liebe diese Notenblöcke, ich weiß nicht warum. Ich finde die irgendwie witzig. Was spielt denn jetzt Pangea oder wie auch immer man das ausspricht? So, jetzt müsste ich aber schlafen gehen können, oder? So, es wird langsam immer dunkler, die Sterne sieht man schon. Ja, Tatsache, ich kann mich schlafen legen. So, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es sind keine Monster gespawnt. Ich schau mal kurz... So sieht die Map also normal aus, also von oben. Sieht wirklich ein bisschen ohne scharf aus, die Map. Aber dafür spare ich jetzt gerade sehr viel Dateigröße, weil links und rechts ist es auch gerade unscharf. Hätte gar nicht X gedrückt halten müssen. Ging auch so. Hier möchte ich dann auch noch irgendwas hinmachen, aber ich weiß nicht genau was. Ein See vielleicht? Das könnte man da vielleicht noch machen. Man könnte so vieles noch machen. Auf jeden Fall möchte ich mir erstmal ein Bettchen machen. Damit ich mir einfach eins da hinstellen kann. So, einmal die Schere zücken und dann zuck. Und ich habe schon drei. Achso, na das ist ja gut. Aber ich möchte ein Doppelbett. Und dann fange ich da jetzt mal an, die Inneneinrichtung ein bisschen hinzuzimmern. Ich hoffe, das wird was. Aber so schwer dürfte es eigentlich nicht sein, hoffe ich. Und da müsste ich mal schauen, wie das aussieht, wenn man hier noch das so weiterzieht. Aber ich glaube, das ist nicht so der Burner. Doch, das geht eigentlich. Ich mag das fast sogar schon lieber. Vielleicht auch nur jetzt im ersten Moment. Damit das nicht ganz, damit der Baumstamm so ein bisschen aufliegend aussieht. Damit er halt irgendwie eine richtige Stütze hat. Steht er? So, okay. Hier würde ich dann ganz gerne das Schlafzimmer hinmachen. Dafür mache ich dann mal, Upsa, doch falsch. Ich dachte, es wäre richtig. Naja, was soll's. So. Da fehlt natürlich genau noch ein Slab. So.